Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde RimWorld, natürlich mit mir, eurem Sunny, zu unserer gemoddeten Version von RimWorld, Beta 18, so rum. ich hab eben gerade, bevor ich die nächste Aufgabe hier gestartet habe, noch rasch die andere Folge schon mal angefangen hochzuladen und musste mir noch einen Titel überlegen. Der war ein bisschen fies. Nachdem wir all die Katzen erledigt hatten, habe ich die Folge genannt, wollen wir jetzt Rheuma-Decken herstellen oder sowas? Ein bisschen gemein, ich gebe es zu. Ein bisschen gemein. Oh, 48, krass. Da sind ja richtig Leute hier mal auf Toilette gegangen. Kein Wunder, dass das Ding dauernd verstopft war. Vielleicht könnten wir endlich mal die 100% vollkriegen. Das wäre ja mega. Das wäre ja total toll. Das liegt jetzt auch daran, dass ich so schnell laufen lasse, glaube ich, dass sich das so relativ schnell füllt. So, das wäre auch schön, wenn da ein Durchbruch stattfindet. Das wäre mega. Ein bisschen Zeit haben wir noch, aber das würde mich sehr, sehr freuen. Wir werden uns hier dann nochmal so kleine Türen reinmachen, durch die wir dann durchkommen. So eine Doppeltüren am besten, die uns dann erlauben, im Notfall halt da rauszukommen. Und aber Gegner davon abhalten, da schnell durchzukommen. Das funktionierte bisher ganz gut, es sei denn, man hat halt Gegner wirklich, die gleich von Anfang an mit der Planung kommen, sich irgendwo durchzubomben. Dann funktioniert das leider nicht so gut. Vorratskapsel. Bücher. Okay. Das muss durch die zusätzlichen Spaßgegenstände kommen, natürlich, die ich mit reingepackt habe. Finde ich ganz cool. Könnten die Boomelobes bitte aus unserem Gebäude, aus unserem Gebiet rausgehen, bevor wir es umzäunt haben? Natürlich nicht, ne? Das ist ja großartig. Okay, ich baue es erstmal fertig und dann gucke ich mal, welche Tiere wir da drin eventuell alle so auseinandernehmen müssen. Ach, das wird ja cool. Ach, Mann. Ja, das Gebiet müssen wir sowieso nochmal zwischenzeitlich dann verändern. Die Mauer werde ich jetzt hier eigentlich wieder wegmachen. Die habe ich gerade erst gebaut, aber die kann dann schon wieder weg. Wurde gerade was gekillt. Wo ist der Wart? Ich weiß nicht so genau. Hier unten. Gut, der ist rausgegangen. Boomelobs wollen nicht rausgehen. Boah, Hummel ist echt, oder Hummer ist echt nicht gut beim Bauen. Also wirklich nicht. Das ist echt nicht cool, Mann. Aber wenigstens ist hier jetzt der eine die ganze Zeit damit beschäftigt, Granitblöcke zu machen. Das ist cool. Warum liegen da draußen Kartoffeln? Warum liegen hier Kartoffeln? Kann mir irgendeiner erklären, warum hier jetzt Kartoffeln liegen? Das ergibt keinen Sinn. Kannst du mal bitte die Kartoffeln wegbringen? Danke. Oh, aber auf jeden Fall kommen die hier schnell voran. Allerdings, na gut, wir lassen es jetzt halt auch mal eine Weile auf. Ich habe es tagsüber ja dann eigentlich immer nur auf langsam laufen gehabt, also auf Stufe 1. Jetzt lassen wir es wirklich mal längere Zeit auf. Überfall. Sie greifen sofort an. Zum Ort springen. Okay, die sind schon hier oben. Krass. Okay, sie schlagen da ein bisschen auf Wände ein. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Aber... So. Oh Gott, das sind viele. Das sind echt ein bisschen sehr viele für meinen Geschmack. Also bis sie hier durch sind, das dauert. Wenn wir ein, zwei von denen ausschalten können, haben wir eventuell gute Chancen, dass die Schiss kriegen. So, mal gucken. Komboa ist sowieso ein Nahkämpfer, der geht mal kurz in Sicherheit.
Lial, bring dich mal hinter den Baum. Du bringst dich mal hinter den Baum. Okay, dann gehst du mal in Nahkampf da. Wir hatten noch jemanden, Kuro, der ein krasser Nahkämpfer war, ne? So, ihr konzentriert jetzt mal euer Feuer auf den da. Okay. Sie fliehen? Ja, sie fliehen. Okay, gut. Dann hört ihr sofort auf zu kämpfen und guckt mal, wie ihr euch heilen könnt. Wir haben hier jemanden, der in 7,5 Stunden tot ist. Was ist er denn? Verweigert fürsorglich Feuer löschen, anbauen. Nee. Ah, zieht ihn mal aus. So, irgendjemand bei uns, der nicht verletzt ist? Ne, ich glaube nicht, ne? Wir haben nur Leute mit keine unmittelbare Gefahr. Aber an sich müssen fast alle verarztet werden. Wo geht ihr denn hin? Achso, ihr holt euch alle was zu essen. So. Lial. Lial muss unbedingt verarztet werden. So, wer ist denn unser Arzt? Hummer. Okay, gut, du darfst rasch was essen. Aber sobald du gegessen hast, was jetzt der Fall ist, nein, du sollst die all heilen. Hallo, Hummer? Mich auf den Arm nehmen? Hummer ist doch... Nee, Komboa ist unser... Okay, Entschuldigung. Gut, Komboa, du darfst essen, bis du voll bist. Mach hinne. So, dann heilst du nämlich Lial. Wie er sich erstmal hinlegen will, ne? Das wäre die Katastrophe. So. Jetzt wird erstmal Lial geheilt. Sobald Lial geheilt ist, kann Lial dann mal versuchen, die anderen zu heilen. Müssen noch andere Sachen von ihm geheilt werden? Also wenigstens keine Blutung, also nichts Offenes anscheinend. Da ist wenigstens das Risiko von einer Wundinfektion nicht so hoch. Aber ein ganz schön großer Angriff eigentlich. So, Lial. So, Komboa. Warte mal. Komboa legt sich jetzt hin. Wo will Lial hin? Lial, du bleibst hier. Du? Hallo? Ach Mann, das kann doch jetzt nicht so wichtig sein, erstmal auf Toilette zu gehen. Oder sich zu waschen. Hä? Ist nicht Lial unser Arzt? Unser zweiter Starker? Ein Hüter. Oh Mann. Ja, okay, der heilt auch gerade jemanden. Gut, das war wieder völlig falsch. Ich war irgendwie der Meinung, dass Lial unsere Heilerin ist. So. Heile ihn mal. Ja, er ist geheilt. Dann fängt er jetzt an, die anderen zu heilen. Sind schon alle verarztet? Ja, krass. Außer Hummer. Den will Komboa aber aus irgendeinem Grund nicht. Doch, jetzt. So, kann sich Hummel jetzt bitte dann mal hinlegen? Perfekt. Und Komboa. So. Du heilst dann jetzt bitte Hummel. Gut, damit sollten jetzt zumindest wenigstens alle versorgt sein. Wenigstens das.
ja, okay, okay. Soweit geht's allen gut, prima. Wir haben jetzt nur echt einiges an Materialien verloren. Ja, ausziehen braucht er nicht mehr, er ist schon verstorben. Aber ich hatte einfach nicht die Zeit. Mir war das wichtiger, dass die erstmal alle sich heilen und nach Möglichkeit keine Wundinfektionen kriegen, weil in dem Moment, wo wir Wundinfektionen haben, liegen die Leute einfach länger und das kostet uns alles so viel mehr Zeit. Wir kriegen einfach im Moment die Kämpfer noch nicht sicher hin, das ist das Problem. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn solche großen Angriffe kommen, dass wir halt die Möglichkeit haben, die sicher zu regeln. Also zum Beispiel, indem wir halt hier dann unsere Sicherheitswege und sowas halt bauen. Ich hoffe, dass halt die Leute von unten die halt auch akzeptieren, als auch wenn sie einen riesen Umweg haben. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Eventuell müssen wir hier ein bisschen noch... Ich werde hier sicherheitshalber nochmal einen längeren Durchbruch, denke ich mal, bauen. Also den dicker machen und vielleicht auch gleich hier durchgehen, damit die nicht erst hier so rumlaufen müssen. Vielleicht mache ich auch hier hinten nochmal einen. Oder hier vielleicht. Damit einfach genug Wege sind, dass sie direkt sagen, oh, bevor ich jetzt anfange, mich durch die Wand zu prügeln. So wie die das hier oben probiert haben. Ich meine, es haben halt 2, 3 probiert. Okay, aber diese 2, 3 sind mir relativ egal. Solange genug Leute hier rumgehen, die ich dann, die dann dabei draufgehen, sodass dass dann alle, der Rest dann halt flieht. Das reicht mir dann. Das reicht mir dann vollkommen. So, jetzt ist nur noch Komboa und Combo, die wirklich verletzt sind. Aber Komboa ist es aus irgendeinem Grund egal. Ja, also an sich sind wir mit dem Angriff gerade sehr souverän fertig geworden. Wir haben das ganz gut geklappt. Hat ganz gut geklappt. Es ist auch echt dann sinnvoll gewesen, dass wir halt die richtigen Leute halt in den Nahkampf geschickt haben. Es hat echt geholfen. Weil, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das deutlich risikoreicher geworden, glaube ich. Dann wäre das deutlich unangenehmer geworden. Okay. Lial ist am Forschen. Lial trägt eh keine Sachen, daher ist es egal. Ich hätte nämlich gerne eigentlich jemanden, der hier mal diese Leute einsammelt und so. Ah, haben wir ja, wir haben kein Grab mehr. Kopie. So. Kann das mal... Ja, irgendjemand machen. Ich finde das so cool, dass die halt so viele Sachen dann auf einmal hochziehen. Ich weiß gar nicht, hätten die das eigentlich in der normalen... Das hätten sie in der normalen Variante auch gemacht, ne? Dass sie halt Sachen mitbringen. Aber jetzt ist vor allem der Unterschied, dass Träger halt Sachen, obwohl sie nicht bauen, hier Sachen hinstellen könnten. Ich glaube, das war der Unterschied, den wir jetzt haben. Ich glaube, das war der hauptsächliche Unterschied, den wir jetzt haben. Und wenn das Bauprojekt fertig ist, dann können wir hier aber auch echt mal ein bisschen Ruhe gebrauchen. Gute Frage, wo fehlen denn Sicherheit, ne? Unter Sicherheit waren die Fallen. Ja. Dann nehmen wir die hier. So. Und die kosten 70. Boah. Kosten echt eine Menge. Das scheppert ganz schön. Eventuell werden jetzt recht weite... Ach, guck mal, hier haben wir noch Objekte wegtragen. Hier haben wir noch mehr Objekte wegtragen. Damit können wir nämlich dafür sorgen, dass das... dann unser Handwerker nicht ganz so viel großen Weg hat, um die Klötze immer ranzutragen. Sondern die Klötze ihm in die Nähe gebracht werden, damit er dann Granitblöcke daraus herstellen kann. Ja, du solltest bitte außerhalb meines Gebietes bleiben.
Am liebsten wäre mir, wenn ihr beide rausgeht aus meinem Gebiet. Aber anscheinend habe ich da nicht so viel Chance. Euch scheint es bei mir gut zu gefallen, leider. Das ist nicht so cool. Das ist wirklich nicht so cool. Aber euch beide zu töten wird nicht so angenehm. Überhaupt nicht angenehm. Jetzt müssen wir nämlich unbedingt auf Entfernung machen. Weil die machen ganz schön ordentlich Bumm. Ja, mal gucken. Sollten wir machen, solange kein Schnee liegt, sonst sind wir zu langsam unterwegs. Es wird nicht so cool. Mal gucken. Beeren im Lager verdorben. Ist nicht schön, aber auch nicht schlimm. Wie die Leute sich echt unterbrechen lassen, weil hier irgendein Tier halt rübergelaufen ist, ne? Dann mache ich hier tatsächlich mal eine Tür rein. Sekunde. Struktur. Eine Holztür. Wie plane ich denn das? Ich mache hier eine Holztür hin. Lass das hier wegreißen. Die Holztür kommt nicht dahin. Sondern hierhin. Ich lasse das hier wegreißen. So wie dann später die ganze Wand hier eigentlich. Obwohl, das kann ich auch jetzt schon machen. Oh Mann. Kann ich das nicht so aktivieren? Nö. Wie ärgerlich. So. Das kann dann mal alles abgerissen werden. Kommt hier eine Tür rein, dann kommt hier nämlich noch eine zweite Tür rein. So. Und dann kann das Ganze... Können die nämlich hier rüber auch nach draußen gehen. Ich werde dann, denke ich mal, das Ganze hier auf doppelte Dicke machen, die Außenwand. Hier vielleicht auch die... Oder vielleicht die Innenwand. Mal gucken. Da kann ich hier eventuell nochmal was dran umbasteln. Aber ich denke mal, so wird das ganz gut funktionieren. So. Hummer, was machst du denn? Ich weiß nicht, was du tust, aber tu mir doch mal den Gefallen, bevor wieder irgendjemand hier eine Krankheit sich einfängt. Mach doch mal den Washbucket sauber. Waffenhändler kommen vorbei. Oh, cool. Können wir ja ein bisschen was verkaufen. Ich meine, wirklich viel, was wir kaufen können, gibt es nicht. Aber ein bisschen was zu verkaufen, da haben wir ein bisschen was. So, die sollten ja hier irgendwo auftauchen, ne? Ich glaube, da war... Genau, der Handelsplatz. Perfekt. So, wer ist unser bester Verhandler? Was war denn das? Das war irgendwie sozial oder so. Der Aufseher, ne? Das war Lial. Okay. Wo ist das Mannequin mit dem Fragezeichen? Da hinten immer noch. Okay. So. Dann sprich mal mit dem. So, dann können wir mal gucken, was wir verkaufen wollen. Also das können wir verkaufen. Das hier. Die Kurzbögen benutzen wir auch nicht mehr. Recurve-Bogen kann auch weg. Recurve-Bogen überlegen würde ich mal behalten. Messer, Stahl, schäbig. Ja, das kann auch weg. Okay, was bekommen wir? 50. Haben Sie irgendwas, was wir haben wollen? Medizin wäre natürlich nett, aber ist nicht ansatzweise genug. MOP-Maske, Stahlhelm. Energierüstung, Schildgürtel, EMP-Granaten, Repetiergewehr. Oh Mann. Wäre schon nett, aber wir haben einfach nicht die Kohle dafür, um uns die Sachen wirklich leisten zu können. Naja, wir bleiben dabei, leider. Leider bleiben wir dabei. Annehmen. So. Kann mal irgendjemand den Typen beerdigen? Das wäre echt mega. So.
Hast du dich gerade in den dreckigen Eimer gewaschen, statt ihn sauber zu machen? Ja. Sehr gut. Wir sollten uns vielleicht doch überlegen, ob wir uns jemanden anfertigen, der nur Cleaning macht. Flüchtling gejagt. Die blauen Sonnenoras. Bei den blauen Sonnenoras. Also sind wir. Ein Leibwächter namens Emily Christian kontaktiert dich aus der Nähe. Sie wird von den Stammesmitgliedern der Koalition Rardoami gejagt. Sie fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Biologisch ist sie 36 Jahre alt, aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wirst du gegen die hinterherlaufenden Stammesmitglieder kämpfen müssen. Wir bieten mal Sicherheit. So, jetzt sag mir bitte, dass du richtig gut bist. Verweigert sozial, damit kann ich leben, schneller gehe. Superimmunität zu klug, okay. Fernkampf gut, Tiere gut, ja, mega, okay. Da ist ein bisschen Risiko, ist echt wert. Und ich glaube, den Außenbereich haben wir soweit zu. Ja, aber Komboa, ihr kommt jetzt alle sofort zurück ins Schutzgebiet. Alle. Wo sind die? Okay, das sollte Komboa schaffen. Sollte kein Problem sein. Okay. So. Christian. Du bist Fernkämpfer. Dann schnappst du dir mal den Überlegenden. Sehr gut. Und eine Nahkampfwaffe habe ich auch noch rumliegen? Ne, ich habe keine Nahkampfwaffe mehr rumliegen. Ah, ist ja doof, aber nicht katastrophal. So. Dann sammeln sich da bitte mal alle. So, es kommt, die kommen im Moment kleckerweise. Das heißt, da können wir mal ein bisschen drauf schießen. Konzentriert euch jetzt auf den wieder. Sehr gut. Du gehst mal hier rüber. Und greifst den im Nahkampf an. Sehr gut. Wo sind die anderen? Waren das nur die drei? Oh, das wäre ja entspannt gewesen dann. Also es kommt, ihr schießt zu wie viel auf den? Ah, sehr gut. Irgendeiner von denen noch am Leben? Hä? Kommen die denn jetzt? Waren doch mehr. Die sind aus dem Grund da drüben, okay. Hab ich schon gewundert. Okay. Mein Schutzgebiet sollte ich mal erweitern. Schutzgebiet. Damit die nämlich mal auch die Wand reparieren. Weil ganz ehrlich, dann können die mir wahrscheinlich so voll am allerwertesten runterrutschen. Mit dem Einkloppen auf dieses blöde, auf die blöde Wand. Denn die kriegen sie nicht kaputt, wenn die von innen die ganze Zeit repariert wird. So.
Und das wäre mir dann auch ehrlich gesagt recht wichtig, dass ihr das möglichst bald mal macht. Weil das sind jetzt doch deutlich mehr Leute, als ich gedacht hatte. War vielleicht doch nicht das Risiko wert. Ah, die machen hier ganz schön platt. Kann da mal irgendwie jemand hin? 51, 45. Jetzt kommen hier einige rum. Kuro. Ich hoffe, der repariert schneller, als die hier kaputt machen. Mach mal die hier. Sieht gut aus. Ja, auf die Wand dürftet ihr gerne einschlagen, wenn ihr das wollt. 37. Wie sieht es mit der hier aus? 34. Das ist nicht so cool. Das ist absolut nicht so cool. Ist kein Bauarbeiter. Oh, na klar. Lial, wie sieht es mit dir aus? Ist kein Bauarbeiter. Combo. Du machst das mal. Jetzt gerade will ich einfach nur da unten Zeit hinaus zögern. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass unsere Kumpels hier gehen wollen. Möglichkeit Banditenlager. Aha, genau. Dass alle Gegner und Geschütztürme ausgeschaltet werden. Ah, ja, klar. Mhm. Ja, danke. Nein. Oh-oh. So, Combo, du gehst dann auf die Seite. Puh. Kloppen die jetzt auf noch eine Wand hier ein? Ihr wollt mich doch rollen, oder? Das ist doch jetzt nicht wahr. Ah, jetzt fangen die hier oben an. Oh! War vielleicht eine dumme Entscheidung. War vielleicht eine richtig dumme Entscheidung. Wir müssen noch ein paar Leute von denen erledigen, sonst wird das nichts. Wir müssen irgendwie ein paar Leute von denen noch runterkriegen. Sonst wird das hier richtig unangenehm. Das Problem ist halt ernsthaft, die... Wir haben halt genau das Problem, was... Ah, da sind sie durch. Verdammt. Okay, vielleicht reicht es ja, wenn wir den einen noch fertig machen. Los. Den müsst ihr jetzt fertig machen. Wenn der stirbt, dann haben wir eventuell Glück und die anderen hauen ab. Bitte. Tötet den deutlich. Ja! Okay, das hat nicht gereicht, aber dann macht ihr den hier oben noch platt. Dann hauen die letzten drei hoffentlich ab. Das wäre sehr schön. Combo, oh Mann. Aber du bist jetzt nicht in Lebensgefahr, oder? Keine unmittelbare. Wir werden danach auf jeden Fall das Problem haben. Sehr gut. Und die fliehen. Oh, mega. Puh, okay. Beschränkungen können aufgehoben werden. So. Was ist mit dem Typen hier? Siehst du den mal aus? Dann können wir wenigstens was von dem benutzen. Wohl ganz kurz. Gucken wir mal. Charakter.
habgierig. Das heißt, er bräuchte das beste Schlafzimmer. Habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich gar keinen Bock drauf für jemanden, der uns angegriffen hat. So gar nicht. Oh, ich dachte eben gerade, da ist einer von uns gestorben, aber das ist ja der Typ gewesen. Okay, okay, alles gut. Okay. So. Okay. Lial, du könntest mal ganz kurz mit dem verhandeln. Eventuell. Verzeihung. Vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir nämlich schon mal die Waffen verkaufen, die wir denen abgenommen haben. Stahlmesser normal würde ich gerne behalten. Kurzbogen schlecht, können wir verkaufen. Perfekt. Das Stahlmesser normal. Keine Ahnung, wo das eigentlich lag. Also dann haben wir das wahrscheinlich hier vorne irgendwo eingesammelt. Aber wir müssen es anscheinend doch ins Inventar getragen haben, sonst hätten wir es wohl nicht gesehen. So, muss ich mich jetzt hier einzeln darum kümmern, wer hier wie geheilt wird? Anscheinend ja. Denn hier wird wieder mal jemand nicht geheilt. Hier auch nicht. Hier ist auch noch jemand nicht verarztet. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt wieder gucken, wer ist unser bester Arzt? Hummel und Combo. Hummel. Behandeln. Und behandeln. Hummel oder Hummer? Moment. Hummel und Komboa sind unsere Ärzte. Was hat der hier? 7. Oh, nice. Ja, super. Christian, du kümmerst dich mal bitte hier um die Leute. Kuro zum Beispiel, glaube ich. Genau. Und Komboa. Ah, der braucht ja ein Bettchen. Wir haben ja gar kein Bett übrig im Moment. Ja, der furchtbarste Raum im Moment. Definitiv der furchtbarste Raum im Moment, aber ist leider seiner. Nicht so cool, ich weiß. So, ist jetzt noch irgendjemand tatsächlich unbehandelt verletzt? Nein, okay, gut. Aber irgendeiner von denen... Ach du Schande. Komboa hat ja Unmengen abbekommen. Wow. Ja, jetzt zieht die Handelskarawane natürlich weiter. War ja klar. So, was war das, was Christian verweigert? Sozial. The fuck? What the? Hättet ihr nicht ein bisschen früher da sein können und vielleicht ein bisschen aggressiv oder so? Nein, bitte nicht. Bitte seid nicht aggressiv. Seid einfach nicht aggressiv. Seid einfach nur einmal quer auf der Durchreise und dann seid weg. Wie schräg. Wow, okay, okay. Also, wow, das war echt eine heftige Folge, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist sie auch schon wieder in Überlänge. Eine sonnige Verabschiedung wünsche ich euch daher. Das war ja, was hier jetzt alles passiert ist, ne? Wow, da muss ich mal gucken, wie da das Thumbnail aussieht. Ciao. Ja, ehrlich gesagt, ich bin ja irgendwie am Überlegen, ob ich die hier nehme, ne? Das finde ich ja schon lustig. Ciao. Euer Sunny.